Seid gegrüßt, Sternenbürger. Hier ist wieder das Star Citizen News Radio, euer Hyperraumsender für den deutschsprachigen Teil dieser Galaxie. Wir wollen euch auch heute wieder mit News, Fakten und Fiktion rund um Star Citizen und Squadron 42 versorgen. Und wir sind Mira Luna und Stardust. Vielen Dank für euer Interesse an unserer letzten Folge in Form von Mails und die vielen Klicks auf unserem YouTube-Channel. Ihr seid wirklich eine super Community. Unser besonderer Dank geht an Game Together. Ihr findet sie unter www.game2gather.de und an das Star Citizen HQ. Ihr findet es unter www.star-citizens.de und an das Star Citizen Wiki. Ihr findet es unter www.starcitizen-wiki.de. An Space Infect. Ihr findet sie unter www.clans.de/space-infect und an The Trust. Ihr findet sie unter www.the-trust.de. Vielen Dank fürs Verlinken. Wenn uns noch jemand verlinken möchte, würden wir uns sehr darüber freuen. Und natürlich werdet ihr auch bei uns erwähnt. Wir wollen euch auch noch auf unsere Homepage hinweisen. Hier findet ihr täglich die aktuellsten News zu Star Citizen und Squadron 42. Auch wollen wir euch dort Inhalte bereitstellen, die es leider aus Platzgründen nicht in die Show geschafft haben. Gebt einfach www.star-citizen-news-radio.de ein und dort findet ihr uns. Natürlich bekommt ihr die aktuellsten Infos wie immer auch auf Facebook unter Star Citizen News Radio. Hallo, ich bin Chris Roberts. Und ich bin Sandy Gardner. Wir möchten uns bei der deutschen Community für den Support for Star Citizen bedanken. Die aktuellsten Informationen rund um Star Citizen und Squadron 42 findet ihr bei Merolone und Stardust auf starcitizennewsradio.de. See you in the verse! Unsere heutige Sendung wollen wir mit dem Galactic Guide für das Ghost-System beginnen. Es gibt euch Händlern, Kopfgeldjägern und Piraten da draußen die Informationen, die ihr über die Sternensysteme im Star Citizen-Universum braucht. Das Ghost-System. Das Ghost-System ist der Inbegriff von natürlicher Schönheit im großen Stil. Es liegt an der Spitze eines massiven Emissionsnebels, dem Olympus-Pool. Dieses Doppelsternsystem ist so unglaublich anders als alles, was man im Raum sonst finden kann. Die Explorer, die dieses System entdeckten, konnten nicht glauben, was sie sahen. Massive Bänder aus Staub leuchten von Gold über Türkis und Orange und ziehen sich durch den ganzen Nebel und zeichnen dabei brillante Muster ab. Dieser Sternnebel sieht aus jeder Richtung unglaublich faszinierend aus. Ein nicht belegbares Gerücht, das sich aber seit langer Zeit hält, sagt, dass der Entdecker dieses Systems, als er diesen Sternnebel sah, sagte Gosh. Und das mündet natürlich in dem Namen Goss-System. Wenn du zum ersten Mal im Goss-System bist, solltest du diese Anekdote nicht vor Einheimischen vortragen. Denn für sie ist es die ultimative Beleidigung und Grund genug, um eine Schlägerei zu beginnen. Wie der Grand Canyon auf der Erde und der Magnetic Ridge auf Terra existiert Goss in erster Linie als Touristenziel. Aber außer dem grandiosen Anblick des Sternennebels hat Goss nicht viele andere Sehenswürdigkeiten zu bieten. Goss wurde zunächst von einer Vielzahl von naturalistisch-religiösen Gruppen besiedelt, die der Meinung waren, durch die majestätische Schönheit des Nebels besser mit ihren Gottheiten kommunizieren zu können. Die Bevölkerung ist sehr stolz darauf, dass sie alles, was sie benötigen und noch einen geringen Überschuss, selbst herzustellen. Dadurch sind sie völlig autark von anderen Systemen. Daraus resultiert natürlich, dass Goss kein guter Platz für Händler ist. Zwischen von Hand hergestellten gossianischen Waren und Bergen von verschiedenen touristischen Schnickschnack und den seltenen Lebensformen der bewohnten Welten in diesem System gibt es hochwertige Waren in kleinen Mengen. Es ist eine gute Möglichkeit für einen Aurora- oder 300i-Piloten mit kleinem Laderaum, sich ihren Urlaub zu verschönern. Für einen Piloten, der sich außerhalb des Gesetzes stellen möchte, gibt es die Möglichkeit, einheimisches Lebensform auszuführen und damit einen beträchtlichen Gewinn zu machen. Das UEE-Militär nutzt Goss auch regelmäßig als Raumhafen für Trägergruppen, die lange Zeit an der Front waren.
Zivilisten tun gut daran, Diskotheken, Nachtclubs und andere Hotspots auf Kassel zu meiden, während eine UEE-Trägergruppe im Orbit ist. Die Soldaten haben dann in der Regel 8 bis 12 Monate ohne Pause an der Front verbracht und vergnügen sich dann auf dem Planeten. Die lokalen Behörden versuchen in dieser Zeit nicht allzu streng zu sein und drücken schon mal ein Auge zu. Außerdem gibt es einen großen Militärhospitalkomplex auf Gos 3. Hier werden die Krieger wieder zusammengeflickt, wenn sie verwundet aus der Schlacht mit den Vanduuls zurückkommen. Gos 1. Der innerste Planet im Gos-System ist reich an Rohstoffen und wird als die Kornkammer des Systems bezeichnet. Es gibt mineralhaltige Bergketten und endlose Felder für die Landwirtschaft. Gos 1 produziert 98% der Ressourcen, die für Einheimische und Touristen gebraucht werden. Aber es gibt so gut wie keinen Handel mit anderen Systemen. Aber alles, was auf Gos 1 erzeugt wird, muss an die beiden anderen Planeten im System verteilt werden. Das ist ideal für Kurzstreckenpiloten, aber es ist auch eine sehr langweilige Arbeit, mit der man kaum etwas verdienen kann. Jeglicher Besitz auf Gos 1 gehört den Einheimischen und die Gesetze der Welt sind sehr streng, lassen nicht zu, dass Außenweltler, insbesondere die großen Firmen, im System Land kaufen können. Anders als auf anderen Planeten gibt es auf Gos fast keine Ozeane. Die größte Wasserfläche hat gerade einmal die Größe des Mittelmeeres auf der Erde mit stehendem Wasser gefüllt, in dem es fast kein Leben gibt. Die einzige Ausnahme ist eine Spezies, die einem moosbewachsenen Schrimp ähnelt. Versuche, irgendwelche Lebensformen von Kassel oder anderswo aus dem Imperium heimisch zu machen, scheiterten kläglich. Aus noch unbekannten Gründen kann sich das Leben im Wasser nicht anpassen. Gos 2, Kassel. Kassel wird wirklich Kassel gesprochen und niemals Kassel, denn das würde die Einheimischen sehr reizen. Ist das Ziel von 100 Millionen von Menschen in jedem Jahr. Dieser Planet ist ein einziges Urlaubsressort. Er ist das ganze Gegenteil von Gos 1. Er besteht zu 85% aus lebendigen, mit Leben gefüllten Ozeanen und der Rest des Planeten ist die Heimat von Regenwäldern. Die Städte auf Kassel haben sich um den Punkt gebildet, an dem vor hunderten von Jahren die ersten Kolonisten gelandet sind. Viele große Badeorte sind entlang der tausende Kilometer langen Küstenlinien entstanden. Sie sind die ultimativen Ziele der Touristen. Sie sind entweder hier, um die Reflexionen des Olympus Pool auf den Meeren anzusehen, oder sich in das Nachtleben und die berüchtigten Nachtclubs von Kassel zu begeben. Hier findet jeder etwas, um sich zu entspannen und wohlzufühlen. Kassel ist ebenso die Heimat eines der komplexesten aquarischen Ökosphären in der Galaxie. Es wurden schon Hunderttausende von komplexen Spezies identifiziert und noch viele mehr lauern in den Tiefen des Ozeans. Die vom Leben wimmelnden Ozeane von Kassel sind ein unvergesslicher Anblick. Die bekannteste Lebensform des Meeres ist der Midasfisch. Er ist ein goldglänzender Fisch, der zum Symbol seiner Heimatwelt wurde und in den Aquarien der Galaxie geschätzt wird. Andere einheimische Meereskreaturen sind die unheimlichen Eeri-Langkrabben und die Mammalienwale. Lizenzen, um lebende Tiere zu exportieren, sind extrem selten. Aus diesem Grund gibt es hier einen großen Schwarzmarkt für jeden, der teure Fische auf eine andere Welt bringen möchte. Gos 3. Gos 3 ist eine kleine subtropische Welt im Besitz der UEE. Der Planet ist weitgehend unerschlossen und beheimatet eine mittlere Marineausrüstungsbasis sowie den oben genannten Militärhospitalkomplex. Gos 3 ist im Allgemeinen für Besucher geschlossen. Aber jeder, der Geschäfte mit der dort ansässigen Marinebasis tätigt, bekommt relativ leicht einen Besucherpass. Der Buhl. Die dunkle Seite dieses Systems ist in diesem Nebel verborgen. Dieser Nebel eignet sich hervorragend dazu, Piratenoperationen zu verschleiern. Mehrere Piratenorganisationen sind dafür bekannt, dass sie geheime Basen in den Randregionen dieses Nebels haben. Von dort aus betreiben sie ihre illegalen Geschäfte oder überfallen Schiffe in der Nähe. Es wird davon ausgegangen, dass sich mindestens eine dieser Piratenbasen im Buhl befindet und von hier aus Handel mit Drogen betrieben wird. Touristen sollten diese Raumregion vollständig meiden. Die Piraten im Buhl sind besonders dreist. Sie benutzen UEE-Frequenzen, um auf Gos zu landen.
Allerdings wird darüber spekuliert, dass die UEE die Piraterie in diesem Raum gezielt fördert, um eine Quelle von Zielen für die Schießübungen der neu ausgebildeten Piloten zu haben. Reisewarnung: Nähert euch auf keinen Fall den binären Sternen, ohne eure Schilder auf Maximum zu bringen. Studiert eure aktuellen Gravitationskarten, bevor ihr durch das System fliegt. Also aufgepasst! Diesen und andere Galaktik-Guides werdet ihr in Kürze auf der SCNR-Homepage und unserem YouTube-Channel als Video- und Audio-Files finden. Wir planen das für alle Sternensysteme im SC-Universum zu machen, sobald wir ausführliche Informationen zu diesen Systemen haben. Nun kommen wir zu The Next Great Starship. Die Teams von talentierten Künstlern und Designern sind bereit, sich im Wettbewerb beim Bau des Next Great Starship zu messen. Und du könntest auch dabei sein. Wir werden dem Gewinnerteam eine Siegprämie von 30.000 US-Dollar bezahlen. Ihr könnt den Wettbewerb am Anfang nächsten Jahres verfolgen und für euer Favoritenteam abstimmen. Wenn ihr habt, was dazu nötig ist, solltet ihr euch registrieren und euer Einführungsvideo einsenden. Ihr habt nur noch 4 Wochen Zeit dafür. Die Teams müssen ihre Einführungsvideos oder Waffen bis zum 31. Dezember einsenden. Also sendet eure Beiträge ein. Wenn euer Team noch nicht registriert ist oder ihr euer Video noch nicht hochgeladen habt, könnt ihr das auf der RSI-Seite tun. Der Wettbewerb ist für alle User ab 17 Jahren und älter. Ein Team kann aus bis zu 3 Personen bestehen. Wir freuen uns zu verkünden, dass sich schon viele Teams auf der ganzen Welt zusammengefunden haben. Momentan sind 138 Teams angemeldet. Sie kommen von überall her. Aus Australien, über die Vereinigten Staaten von Amerika bis hin nach Deutschland. Dann gab es noch eine kleine Veränderung im RSI-Forum. Ben Lesnick hat im RSI-Forum geschrieben: Wir haben ein paar Veränderungen am Forum vorgenommen. Wenn ihr bis jetzt noch keinen Badge habt, liegt es daran, weil wir uns gerade noch durch die Datenbanken arbeiten. Tragt ihn mit Stolz. Naja. Da hat CIG so talentierte Konzeptseiter und dann machen sie so einen, naja, wie soll ich sagen, schlichten Badge? Aber es ist ein Badge, da bin ich mit Stolz. Ja, ja, der sprüht ja geradezu vor Innovation. Aber egal, mir entzieht sich sowieso der Sinn dieses Badges. Ich meine, weil zum schönen Aussehen fehlt ihm ja einiges, ne? Also ist er nur da. Ja, aber er ist da. Trag ihn doch mit Stolz. Dann sind wir eben stolz. Wir sind stolz, einen Patch zu tragen. Habt ihr auch einen Patch? Wahrscheinlich schon. Also seid stolz. Jetzt folgt Travin mit einer neuen Ausgabe des Trackers aus dem Spektrum Dispatch. Bitte schön, Travin. Tracker 2. Guten Morgen, Nachmittag oder Abend an alle euch da draußen, die auf dem Trail sind. Hier ist Garrett Colliger mit einer neuen Ausgabe des Trackers. Eurer Quelle für die neuesten Nachrichten und Tech-Tipps aus der Welt der Kopfgeldjäger. Diese Sendung wird euch vom Talisman präsentiert. Wann immer ich auf der Jagd bin, ist Talisman der einzige Name, auf den ich vertraue. Talisman mit seinen geprüften Produkten, ob Rüstung oder Schilde. Talisman fängt die Treffer ab. Wie immer starten wir mit den neuesten Hot Sheets mit einer Auswahl von Kopfgeldern, die bei der Gilde in Auftrag gegeben worden sind. Denkt daran, dass alle Kopfgelder von der Bounty and Capture Abteilung der Advocacy ausgestellt wurden und sie den Advocacy on BHG Regeln unterliegen. Fragt in eurer örtlichen Kopfgeldjägergilde oder bei den Strafverfolgungsbehörden nach einer kompletten Liste der verfügbaren Kopfgelder nach. Okay. Los geht es mit dem Schmugglerteam Alfredo und Judy. Sie wurden erneut mit einem Kopfgeld belegt, man hat sie zuletzt im Pyro-System gesehen, als sie mit ihrer modifizierten Conny mit Höchstgeschwindigkeit abgehauen sind. Sie hatten schon ihr letztes Kopfgeld selbst bezahlt und sich freigekauft, also würde ich sie als einen leichten Fall bezeichnen. Wenn sie ihre Schmuggelladung losgeworden sind, was immer es auch sein mag, wette ich, dass sie sich wieder selbst stellen und ihre Strafe bezahlen. Weiter geht es mit Cha Feng, aka Jacked Tooth. Er hat außen am Sprungpunkt bei Keller's Run Com-Relays zerstört. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Feng mag keine Gesetze und auch niemanden, der sie vertritt, also seid vorsichtig,
wenn ihr euch ihm nähert. Denkt daran, dass er sehr fit ist und aufgrund seiner Slime-Sucht sehr nervös. Wenn ihr ihn findet, stellt sicher, dass eure Schilde oben sind und eure Kanonen Dauerfeuer schießen. Und als letztes haben wir noch Sarah Clip, aka Needle, aka Killshot. Es sieht so aus, als ob Sarah nach ihrem Aufenthalt auf Quarterdeck wieder im Geschäft wäre. Schön zu sehen, dass die Cops und Wachen sie dort 3 Monate lang halten konnten. Dies ist ein sehr risikoreicher Job. Auf Sarah laufen mehrere verschiedene Kopfgelder wegen Piraterie und Mord. Sie liebt es, Schiffe zu entführen und ihre Verfolger so in die Irre zu führen. Also überprüft die Registrationsnummern lieber 2-mal. Und vor allem, seid sehr vorsichtig. Und denkt daran, ihr könnt jederzeit bei euren lokalen Strafverfolgungsbehörden und der örtlichen Kopfgeldjägergilde eine komplette Liste aller Kopfgelder bekommen. Und überzeugt euch vorher, ob das Kopfgeld noch nicht ausbezahlt wurde, bevor ihr jemanden Verdächtigen damit konfrontiert. Okay, weiter geht es nun mit unserer eigentlichen Story. Viele unserer Gildenmitglieder wissen bereits, dass der Vorstand unserer Gilde momentan in einer Debatte zur Aufnahme von neuen Mitgliedern verstrickt ist. Das geht jetzt seit mehreren Monaten schon so und die Fronten scheinen verhärtet zu sein. Ich weiß, dass viele meiner Gildenbrüder und Schwestern dieses Thema schon nicht mehr hören können. Aber das hier ist für unsere Zuschauer und unsere zukünftigen Brüder und Schwestern, die wissen wollen, was hinter den verschlossenen Türen so vor sich geht und wie es um ihre Aufnahme in unser Netzwerk steht. Also kurz gesagt, es gibt in der Gilde eine sehr lautstarke Bewegung, die fordert, dass die Aufnahmevoraussetzungen reduziert werden. Sie wollen die Gilde öffnen, um mehr Mitglieder zu bekommen. Ihre Logik dahinter ist, dass je mehr professionelle Kopfgeldjäger da draußen im Raum unterwegs sind, umso sicherer kann sich jeder fühlen. Es wird ein ganz anderer Level der Strafverfolgung sein und man wird damit die Kriminalität eindämmen können. Sie schlagen vor, dass Nicht-Gildenmitglieder keine Kopfgeldprämien mehr kassieren können. Diese Piloten müssen sich dann bei der Gilde registrieren und wenn sie eine bestimmte Anzahl von Kopfgeldern gesammelt haben, bekommen sie als Belohnung die Aufnahme in die Gilde. Die Opposition ist aber der Ansicht, dass eine Öffnung der Gilde den Veteranen, die schon seit vielen Jahren ihre Gildenbeiträge bezahlen, das Geld aus der Tasche ziehen würde. Tatsache ist, dass die Befürworter dieser Ansicht einen Gegenentwurf eingebracht haben, der vorsieht, dass eine Gildenmitgliedschaft nur durch eine Anmeldung sowie einer Empfehlung von 3 angesehenen Gildenmitgliedern erfolgen kann. Sie sind der Meinung, dass in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht die Tore für neue Mitglieder geöffnet werden sollten, wenn es schon schwierig genug ist, Arbeit für die Alten zu finden. Das ist die momentane Situation. Während es für Nichtmitglieder so aussieht, dass für sie wahrscheinlich die alten Aufnahmebedingungen besser waren, wird es jetzt eine Art Ausverkauf von Kopfgeldern mit geringem Risiko geben. Aber wir wollen uns für euch öffnen. Sendet uns eine Nachricht in die Show. Sagt uns, in welche Richtung ihr tendiert. In der Zwischenzeit nehmen wir Nachrichten von unseren Hörern hier im System entgegen. Also passt auf euch auf, wenn ihr könnt. Und achtet auf euren Rücken. Ich bin Travin von den Star Trader. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Travin. Und nun kommen wir zum Interview mit Sean Murphy. Er ist der neue Art Outsource Manager von Star Citizen. Man braucht sehr viel Künstler, um Star Citizen zu erschaffen. Und Sean ist für die Koordination der CRG-Partner in der ganzen Welt verantwortlich. Sean, wie bist du in die Spieleindustrie gekommen? Mein erster Job nach dem College war bei einer Ben & Baber Rollenspielfirma namens Iron Throne Enterprises. Sie hatten zu dieser Zeit die exklusiven Rechte auf Herr der Ringe basierende RPGs. Ich erlebte dort meine erste Entlassung wegen eines Stellenabbaus in der Firma. Danach habe ich für Ross Perots alte Firma Electronic Data Systems gearbeitet und sammelte meine ersten Erfahrungen mit Grafiken auf einem Computer. Das war Mitte der 80er Jahre. Im Jahre 1990 verließ ich die Ostküste und ging nach Oregon. Dort schlief ich auf der Couch eines Freundes und sah mich nach Arbeit um. Eine örtliche Spielefirma mit dem Namen Dynamics war gerade erst von Sierra gekauft worden und wuchs sehr schnell an. Sie suchten Leute mit Erfahrungen in Computergrafik. Und seitdem bin ich in der Spieleindustrie.
An welchen Projekten hast du bis jetzt gearbeitet? Hast du schon einmal mit Chris Roberts gearbeitet? Die Liste wäre zu lange für dieses Interview. Aber ich habe an Klassikern wie Jimmy Neutron und Space Quest 5. Ich habe dort bei den Video Captures den Roger Wilco gespielt. Dann habe ich noch bei Origin an einigen Wing Commander Titeln gearbeitet. An einigen mit Chris und an einigen, nachdem er die Firma verlassen hatte. Vor kurzem verbrachte ich ein Jahr mit SOEs DC Universe Online und dann habe ich noch bei Virtual an dem eingestellten Warhammer 40.000 Dark Millennium Online Projekt gearbeitet. Was machst du für das Cloud Imperium? Ich bin der Art Outsource Manager für CIG. Ich bin dafür verantwortlich, die verschiedenen Auftragnehmer, die uns bei der Entwicklung des riesigen Star Citizen Universums helfen, zu koordinieren. Auf was freust du dich am meisten in Star Citizen Squadron 42? Star Citizen ist die Verwirklichung eines alten Traumes, über den wir in den alten Wing Commander Tagen gesprochen haben. Ein voll spielbares Universum, in dem die Grenzen zwischen Ego-Shooter, Dogfighting-Simulation und Rollenspiel verwischen. Ja, Sean, dann erzähl uns doch bitte noch, was du im Moment spielst. Ich habe jetzt eine Zeit lang Minecraft gespielt. Ich benutze die Anführungszeichen, weil ich nicht so viel spiele. Ich habe gerade mal ein paar Türmen und Kammern gebaut, aber ich finde es sehr entspannend und friedlich. Das letzte Spiel, das ich durchgespielt habe, war Bioshock Infinite. Vielen Dank, Sean, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir. Und etwas ungewöhnlich, aber diese Woche gibt es zwei Interviews. Im letzten Wingman's Hangar habt ihr Joshua Alway, einen Programmierer von Cloud Imperium, der uns beim Hinzufügen von einigen der Piu-Piu-Sounds für unsere Waffen hilft. Hier ist sein Comlink-Profil. Joshua, wie bist du in die Spieleindustrie gekommen? Seit ich in der Mittelschule war, wollte ich ein Programmierer mit der Präferenz für Videospiele werden. Ich lernte C++, als ich auf die Highschool kam und habe etwas in 3D DirectX programmiert, bis ich meinen Abschluss hatte. Danach bin ich zum Rochester Institute of Technology gegangen und habe dort einen Studiengang für Game Design und Programmierung belegt, bei dem ich mit einem kleinen Abschluss in CS abgeschlossen habe. An welchen Projekten hast du bisher gearbeitet? Das hier ist mein erster großer Job in der Spieleindustrie. Ich hatte ein paar kleinere Programmierjobs während meiner Zeit auf der Universität. Ich habe in Teilzeit an einem Forschungsprojekt für einen Professor gearbeitet, bei dem wir eine Mod für Unreal entwickelt haben, um zu sehen, ob Videospiele für die Behandlung von Amblyopie, das ist die Sehschwäche eines Auges, verwendet werden könnte. Dann habe ich noch über den Sommer bei einem Arcade-Spielunternehmen ICE gearbeitet. Und was wirst du für CIG tun? Meine Arbeit bei CIG besteht hauptsächlich darin, die Grundeffekte für die Künstler und Gameplay-Programmierer zu erstellen, die diese dann weiter bearbeiten. Das bedeutet, dass ich die meiste Zeit mit dem Schreiben von Shader-Daten verbringe und diese dann in die Game Engine einfüge. Zum Beispiel arbeite ich gerade an dem Shader, den wir derzeit für die Erstellung unserer Laserblitze benutzen, aber natürlich auch noch an anderen, die erst später zu sehen sein werden. Auf was freust du dich am meisten in Star Citizen Squadron 42? Ich bin schon ganz gespannt zu sehen, wie die Wirtschaft und die mit ihr verbundenen Simulationssysteme funktionieren. Dogfights finde ich auch ganz okay. Aber mich interessiert das Universum selbst viel mehr. Und was spielst du im Moment? Momentan spiele ich viel Battlefield 4 mit einem Sortiment von Indie-Titeln gemischt. Und gelegentlich spiele ich eine Runde aus der Dohu Ballet Hell Serie. Und jetzt freue ich mich, euch die neue Story von der Meere anzukündigen. Und zwar ist das die 7. Schwadron, Episode 1, Teil 1 von Seth. Den kennt ihr schon aus unserer Fanfiction-Abteilung. Vielen Dank, Seth, dass ich deine tolle Story lesen darf. Das macht mir richtig viel Spaß. Die 7. Schwadron, Episode 1, Teil 1. Der heutige Sonnenaufgang auf Prime war einzigartig. Der helle, fast schon weiße Boden auf Prime erglühte in einem breiten Farbspektrum, während die beiden Sonnen nahezu gleichzeitig am Horizont wie zwei gigantische Feuerbälle emporstiegen. Nur alle 6 Monate passierte eine Sonne die andere und tauchte den Himmel in einen regenbogenartigen Farbverlauf. Hervorgerufen von Sonnenstürmen überzogen Polarlichter den gesamten Himmel. Die Wärme auf dem recht kalten Planeten, der durch seine helle Oberfläche die meisten Sonnenstrahlen reflektierte, war bei diesem Ereignis besonders intensiv. Und so saß Ian auf dem steinigen Hügel und schaute sich dieses Wunder der Natur an. Er war fasziniert und fasste bei diesem Anblick Inspiration.
Mit 8 Jahren war er sich bereits sicher, dass er irgendwann Musik schreiben würde. Keine neumodische, deren Klänge nur noch aus simplen Abfolgen von computergenerierten Tönen bestand und keine Seele besaß. Er wollte die Menschen berühren, emotional, Gefühle mit Hilfe von simplen Instrumenten wecken, die in der heutigen Zeit schon beinahe in Vergessenheit geraten waren. Er wollte diese Musik wiederbeleben und wusste nicht, ob das nur ein Traum eines Kindes bleiben würde. Doch er glaubte fest an die Zukunft. Er würde es schaffen. Er würde seinen Traum leben. Und der Ausblick auf die weiten, hell erleuchteten Täler vor sich machte ihm Mut. Er würde alles schaffen, was er sich vornehmen würde. Doch hat er bei dem Anblick völlig vergessen, dass er bereits seit einer halben Stunde zu Hause sein sollte. Und erst die grollenden Laute von Triebwerken rissen ihn aus den Gedanken. Hastig stand er auf, erhaschte noch einen letzten Blick auf die majestätischen Sonnen und machte sich auf, als das Grollen immer lauter wurde und nun einige Raumschiffe, die nicht weit über seinen Kopf hinwegflogen. Lachend blickte er nach oben und winkte den Raumschiffen zu. Als plötzlich eine Stimme durch seinen Kopf schallte, die immer lauter wurde: »Hey, hör auf zu träumen hierhin!« Alles schien verschwommen zu sein, was in einem Traum, aus dem man aufwachte. Die Stimme füllte alles aus und schien immer deutlicher und klarer zu werden. »Hey, Richter, komm schon!« 2939, Taifunsystem. »Hey, aufwachen, Soldat!« wurde ihn von der Seite angebrüllt, ehe ihn ein harter Schlag an der Schulter traf und aus den Gedanken riss. Er schielte zur Seite hinüber und blickte in das breit grinsende Gesicht von Alec, der nun neben ihm Platz auf der Metallbank nahm und weiter witzelte. »Wer soll mir sonst meine Abschüsse notieren, wenn du hier schläfst?« Kurzerhand griff ihn nach seinem Arm und tippte eine 0 auf seinem Multifunktionsdisplay ein, das darauf angebracht war. »Hier, das sollte für die nächsten Monate reichen.« Alec lachte laut und zappelig wie er war, stand er wieder auf und setzte sich auf die gegenüberliegende Sitzbank in dem engen Truppentransporter und ging einem anderen Soldaten auf die Nerven. Es handelte sich um einen Hammer MK4. Bewaffnet mit lediglich leichten Geschützen, nicht für den Kampf geeignet. Es war eng. Lediglich ein Meter breiter Gang trennte die beiden Sitzbänke, auf denen 20 Mann Platz fanden und heute bis zum letzten Platz besetzt waren. Das Licht war grell und blendete ihn, indem er für einige Minuten die Augen geschlossen hatte. Er rieb sich die Augen, fuhr durch sein Gesicht, über die Bartstoppeln seines 3-Tage-Barts und durch seine dunkelblond kurzgeschnittenen Haare, ehe er wieder vollständig bei sich war. »Hey, sag nicht sowas. Vergiss nicht, wie ich dir auf Väter 3 den Arsch gerettet habe«, hörte Alec, wie er nun roh auf die Nerven ging. Ian kannte Alec seit der Grundausbildung und hatte noch nie ein größeres Großmaul erlebt. Er riss Witze, ging jedem auf die Nerven, doch verbreitete er auch gute Stimmung, die vor einem Einsatz immer für eine lockere Atmosphäre sorgte und etwas Ablenkung bot. »Väter 3. Ich hab dich da nur wegrennen sehen«, brummte Roh mit seiner tiefen, rauen Stimme. Der Berserker, wie er auch von vielen genannt wurde, wenn seine breiten Schultern, Größe über 2 Meter oder sein breites Gesicht einen noch nicht einschüchterten, würde es gewiss das Impulsgewehr schaffen, das er als schwerer Schütze am liebsten verwendete. Doch Alec ließ sich nicht davon abschrecken. Die Sticheleien mit ihm waren das Sahnehäubchen auf jedem Flug in einem Truppentransporter, wo Roh sich nicht einfach aus dem Staub machen konnte, auch wenn Alec sich schon das ein oder andere Mal einen eingefangen hatte. Lachend mischte Wifi sich ein. »Ha, Bingo, du bist schneller gerannt als ein Haufen Flachkatzen auf der Flucht vor einem Masaya-Wolf.« Wifi, als einzige Frau im Gamma-Squad, musste reichlich sexistische Witze von Alec über sich ergehen lassen. Doch war sie die Letzte, die sich das gefallen ließ und ihm mächtig Paroli bot. Er hob die Arme und meinte mit juxiger Stimme: »Was soll man machen, wenn der RV-Punkt mitten in einem Artillerieschlag liegt? Ich bin noch nie zuvor so schnell in meinem Leben gerannt. Die Flotte sollte taktisches Artilleriefeuer als Ausbildungsroutine einführen. Das würde neue Rekruten auf Zack bringen.« Ehe er nun anfing, vor Rohs Nase in die Luft zu boxen, Wifi setzte sich neben ihn und fragte mit gedämpfter Stimme: »50 Credits, dass er heute wieder eine gescheuert bekommt?« Ihn rechnete amüsiert durch. Solche kleine Ablenkungen ließen ihn immer etwas entspannen. Das letzte Mal war auf dem Weg zur Helgoland Station. 4 Flüge her. Die Wette halte ich. Rohrs Gesicht wurde zunehmend ernster, doch Alec schien dadurch nur noch mehr angestachelt zu werden.
Ehero ihn nun aggressiv anbrummte. Wenn du nicht gleich aufhörst, ramme ich dir dein Scharfschützengewehr so tief in den Arsch, dass selbst deine Mutter sich vor Schmerzen krümmt. Hierin ließ sich ein leises Seufzen von sich. Na ja, man kann ja nicht immer gewinnen. Zusammen mit ihrem Squadleader Sergeant Sykes bildeten sie das Gamma Squad der 7. Schwadron, eine Infanterieeinheit der UEE, spezialisiert für schnelles Absetzen auf allen Planeten dieses Universums. Ihre Standardausrüstung bestand aus Arcturus MK4 Rüstung, gefertigt aus Durapolymere und Halbvisierhelm der 3. Generation, vollgepackt mit allerlei netten Spielereien. Die Kampfanzüge im dunkelgrauen Tarnfarben erinnerten eher an moderne Versionen von mittelalterlichen Rüstungen. Dicke Panzerplatten, die über den gesamten Körper verteilt waren, mit einem Haufen Taschen, Kabeln, Elektronik und dutzenden Anzeigen. Bereits seit 6 Jahren war hier ein Teil der UEE-Streitkräfte und hatte in seinem Alter von 23 Jahren bereits mehr gesehen, als ihm lieb war. Er hatte viele Kameraden verloren, gute Freunde und versuchte gar nicht mehr, außerhalb seines Squads, sich mit anderen anzufreunden. Doch auch so sehr er es versuchte, ließ sich das nicht vermeiden. Wenn man 9 Monate lang auf engstem Raum zusammenlebte, die Gewohnheiten und Macken seiner Soldaten kennenlernte, sich über Probleme austauschte und gemeinsam sein Leben lebte. Wenn Yen sich im Transporter umsah, erkannte er eine Menge Gesichter, zu denen er am liebsten lediglich einen Namen gewusst hätte, anstatt einer Lebensgeschichte und Familienhintergründen. Er hätte dann keinen guten Freund, keinen Kameraden verloren, sondern nur eine Hundemarke mehr einsammeln müssen. So absurd der Gedanke auch war, konnte Yen diesen vor einem Einsatz nicht aus dem Kopf schlagen. Er kannte Leid und Qual nur zu gut, und das nicht erst seitdem Dienst im Militär. Er war geflohen vor seiner Vergangenheit, wollte alles hinter sich lassen und im Dienste der UEE gegen Barbarei, Piraterie und Ungerechtigkeit vorgehen. Hier konnte er ein anderer Mensch sein, mit einer anderen Vergangenheit, und nach seinen Vorstellungen hatte sein Leben erst mit dem Eintritt in das Militär begonnen. Davor gab es nichts, belog er sich selbst. Doch es funktionierte, vielleicht zu gut. Die dauernden Einsätze lenkten ihn ab, richteten seine Motivation und Kraft auf etwas anderes, und so wurde die einzigen Ziele, die er hatte, von seinen Vorgesetzten diktiert. Auch wenn der Umgang der UEE mit den eigenen Truppen es nicht gerade leichter machte, bei einer Bevölkerung von über 100 Milliarden in den registrierten UEE-Systemen ging die Regierung mit Soldaten genauso um wie Roh mit Munition. Alec witzelte immer: Was ist der Unterschied zwischen einem Marine und einem Kampfroboter? Der Roboter hat einen Recyclingwert. Und in Angesicht dutzender größerer und kleinerer Konflikte, die die UEE bedrohten, waren selbst Verluste von ein paar hundert Infanteristen oder Frontschweinen, wie sie sich selbst des Öfteren nannten, ein nicht nennenswerter Zwischenfall, um dem Imperator seinen Weg zu bereiten. Auch wenn hier anders klar war, war es ihm egal. Inzwischen kannte er nichts anderes mehr als das Militärleben und Befehle zu befolgen, und so war er bereitwillig dazu, ein Werkzeug zu sein. Aua! Schrie Alec auf, und Yen konnte sich ein Lachen nicht verkneifen, als er Roh sah, der gerade im Begriff war, Alecs Centurio Scharfschützengewehr diesem in den Hintern zu schieben. Vivi warf Yen einen schiefen Blick zu, doch er erwiderte: Das zählt nicht. Er hat ihm keine geklatscht. Plötzlich schob sich die Metalltür, die zum kleinen Kommandoraum im vorderen Teil des Schiffes führte, unter einem Zischen auf. »Seid ihr fertig, meine Damen?« schallte eine autoritäre Stimme durch den Transporter, und der Kommandeur der 7. Schwadron trat hinaus. Hien sprang auf und brüllte: »Achtung, Offizier an Deck!« Die gesamte Mannschaft sprang unter klirrenden Waffengeräuschen auf und ging ins Stillgestanden. Alec musste erst sein Gewehr aufheben und eilte hastig zu seiner Position neben Hien. Mit festem Blick trat Kommandeur Terex, gefolgt von den 7 Squadleadern, heraus. Er sah genauso aus, wie man es von einem Soldaten in der 6. Generation erwarten würde. Kurzer Haarschnitt, ein grimmiger Gesichtsausdruck und der typische soldatenhafte Gang. Mit festen Schritten ging er geradewegs durch den Gang und beachtete Alecs Verfehlung nicht weiter. »Rühren, Männer!«
sagte er schroff, während die Squad-Leader bei ihren Männern Platz nahmen. Sie kennen die Einsatzbefehle. Nun erhalten Sie die neuen Infos von der Front. Wie Sie bereits wissen, greifen Bandul den Mond Muna 15 an. Inzwischen ist der Feind bis nach Maza City vorgedrungen. Die 4. Army-Division hat schwere Verluste erlitten. Doch konnten sie einen Verteidigungsring um wichtige Einrichtungen der Stadt bilden, einschließlich dem Atmosphärengenerator. Der Kommandeur setzte seinen Weg fort, schaute in das Gesicht jedes einzelnen Soldaten, an dem er vorbeilief, während er weiter erläuterte. Anstatt direkt in die Front einzugreifen, werden wir die Operationszentrale des Gegners finden und zerstören. Diese wird in den Bergen vermutet. Für Notfälle ist ein Kreuzer der Interceptor-Klasse Rufname Victor 3 und ein Träger der Bengal-Klasse Rufname Zulu 4 unterwegs. Der Kreuzer wird Beschuss aus dem All sicherstellen. Denken Sie daran, wo das Feuer eines Interceptors einschlägt, bleibt nichts stehen. Überprüfen Sie die Koordinaten dreimal, ehe Sie interstellaren Beschuss anfordern. In 5 Standardstunden werden Victor 3 und Zulu 4 Muna 15 erreichen. Schwadron 1 bis 6 haben den gleichen Auftrag und werden in einem Umkreis von 10 Klicks um das Trafau-Gebirge abgesetzt. Wenn Sie in Schwierigkeiten geraten, rechnen Sie nicht damit, dass Ihnen eine andere Schwadron zu Hilfe kommen kann. Suchen Sie den Ausgangspunkt dieses Angriffs und reißen Sie diesem widerlichen Wulst den Arsch auf. Hab ich mich klar ausgedrückt? Die gesamte Schwadron antwortete unter lautem Rufen: Sir, ja, Sir. Der Kommandeur ließ seinen Blick durch die Gesichter der Untergebenen schweifen und sagte: Zeigen Sie den Mistkerlen, dass es eine Hölle gibt, ehe er sich umdrehte und wieder in der Kommandozentrale verschwand. Alec blickte zu jenen und fragte mit flüsternder Stimme: Hast du das gespürt? Im Wissen, was folgen würde, setzte sich jenen mit einem Kopfschütteln und Alec führte fort: Da ist er wieder, dieser Gänsehautmoment. Er horchte einen Moment vor sich hin, als würde er etwas Interessantes hören, mit ausgestrecktem Zeigefinger, der nach oben zeigte. Und da ist er auch schon wieder vorbei. Er lockerte sich wieder und widmete sich Ro. So, Ro, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich wollte dir gerade eine Abreibung verpassen. Ian konnte deutlich sehen, wie eine Ader an Ros Stirn hervortrat. Doch widmete er sich nun Sergeant Sykes, dem Squad-Leader von Gamma, der neben ihm Platz genommen hatte. Und Serge, wie sieht's aus? Sykes war Mitte 30, hatte ein rundliches Gesicht und einen Vollbart. Einige Falten zeichneten sich an seinen Augen ab, die stets traurig und etwas müde wirkten. Doch heute stellte ihn auch Sorge in ihm fest, als Sykes begann, sich mitzuteilen. Diese verdammten Idioten vom Oberkommando. Keine Aufklärung, keine Infos. Und die Berichte von der 4. lassen auch mehr als zu wünschen übrig. Kurzum, wir werden blind ins Feindgebiet abgesetzt. Ian rief eine Karte auf dem MFD Multifunktionsdisplay auf und überblickte das Zielgebiet. Er musste seinem Vorgesetzten nicht sagen, was er von ihm wollte. Ian war ein guter Stratege und so zog Sykes ihn des Öfteren für Planungen und taktischen Einschätzungen heran. Inzwischen gingen sie den gesamten Einsatz zusammen durch, bevor es losging, was inzwischen zu so etwas wie einem Ritual geworden war. Sykes tippte auf der Karte rum. Hier ist die Kolonie Maza City, in der die 4. Stellung bezogen hat. Und hier, 20 Klicks nördlich, ist der Trafau-Handelsposten. Die Operationszentrale der Wuls wird irgendwo zwischen den Gebirgen vermutet. Mit konzentriertem Blick studierte Ian die Karte, ehe er fragte: Vermutet? Sykes rüsperte: Typisch Oberkommando. Diese verdammten Sesselfurzer. Du weißt nicht, wo der Feind sich versteckt? Na, dann such in den Bergen. Ian grinste und studierte weiter die Karte, ehe er sich lange mit Sykes unterhielt. Desto mehr ihn erfuhr, desto unwohler wurde ihm in der Magengegend. Doch er war ein Soldat, zum Kämpfen geboren. Und wie der Kommandeur es sich wünschte, würde er den Vanduls zeigen, dass es eine Hölle gibt. Fortsetzung folgt. Vielen Dank, Mira. Und wir machen weiter mit dem Wingman Sangha und der Week in Review. Das neue Außenbüro ist jetzt unter Dach und Fach. Am 28. Dezember fangen wir mit dem Umzug an. Es wird am 2. Januar 2014 bezogen und alle freuen sich schon sehr darauf.
Dort haben wir endlich mehr Platz und sitzen nicht so eng aufeinander. Ihr habt ja die Bilder mit der Nosecam gesehen und wisst, wie es hier aussieht. Dann hatten wir noch einen super Livestream, dank euch Fans da draußen. Und die gute Nachricht ist, dass wir bei Gelegenheit wieder einen machen werden. Da Sandy dafür verantwortlich ist, wird sie uns sagen, wann der nächste Livestream an der Reihe ist. Am letzten Freitag gab es den Jump Point. Wir hatten zwar geschlossen, aber für euch Subscriber haben wir den Jump Point online gestellt. Ursprünglich war der Jump Point mit 6 bis 8 Seiten geplant. Mittlerweile sind es 50 bis 75 Seiten. Im Fanspotlight wird die Constellation-Broschüre von Jason Alaska gezeigt, die wir euch am Donnerstag auf der SCNR-Seite präsentiert hatten. Dann zeigt uns Erik noch den Unterschied von BBR zu normaler Grafik. Sieht echt ziemlich gut aus. Weiter geht's mit dem Studierobot von CIG Manchester. Am Montag zieht CIG Manchester in neue Büroräume um und das Team freut sich schon sehr darauf. Unser Team ist in den letzten Wochen angewachsen. Es sind unter anderem dazugekommen Art Director Paul Jennings, Lead Programmierer David Gill und Concept Artist Andrew Lay. Wir sind schon sehr mit der Entwicklung beschäftigt. Momentan arbeiten wir am Design des Intros und den ersten paar Missionen. In den nächsten Wochen werdet ihr schon ein paar Arbeiten von uns zu sehen bekommen und wir hoffen, dass sie euch gefallen. Außerdem arbeiten wir ziemlich hart an den militärischen Aspekten von Squadron 42 und da besonders in den großen Schiffen. Wir haben da ziemlich epische Schlachten geplant. Dann sind wir dabei herauszuarbeiten, wie die Navigation in Asteroidenfeldern und der Bergbau funktionieren wird. Die Arbeit der KI für die Weltraumschlacht nimmt natürlich auch einige Zeit in Anspruch. Alles in allem haben wir ziemlich große Pläne. Wir wollen schon bald erste Ergebnisse zeigen und dann zum Testen bereitstellen. Nun ist es Zeit für... Für was ist Zeit? Für das Forum Feedback. Können wir den Schleudersitz benutzen, bevor mein Schiff zerstört wird oder erst danach? Also ich mag ja Schleudersitz. Naja. Für dich. Oh, what in the hell is this fucking red button, ne? Naja, kennen wir. Es wäre ziemlich gut, wenn du aussteigst, bevor dein Schiff explodiert. Weil, wenn du so in Einzelteilen hinaus katapultiert wirst, bringt das auch nicht wirklich was. Kannst du deinen Reaktor übertakten und ihn über die maximale zulässige Grenze laufen lassen, um zusätzliche Energie für die Schubdüsen, Waffensysteme oder die Schilde zu bekommen und wenn es das Risiko beinhaltet, den Reaktor und mehrere Komponenten zu beschädigen oder zu zerstören? Du kannst eigentlich so ziemlich alle Komponenten überdakten, aber du musst sehr vorsichtig sein, weil sie sonst beschädigt oder zerstört werden. Wird es Kontrollen, zum Beispiel der Zollbehörde, von Raumschiffen im SC-Universum geben? Das ist eine sehr gute Idee. Wir haben uns darüber noch nicht so viel unterhalten, aber es hört sich cool an. Möglicherweise machen wir das an den Jump Points, dass du nach illegalen Sachen gescannt wirst. Werden wir einen Platz zum Leben bekommen? Ich meine, der Hangar ist cool, aber wird es die Möglichkeit geben, in einem Apartment oder in einem Haus auf einem Planeten zu wohnen? Wir arbeiten gerade an der Erweiterung des Hangarmoduls. Es wird zusätzliche Räume wie Wohnungen, Werkstätten und so weiter geben. Wird man die Schiffs-Upgrades unter seinen Schiffen austauschen können? Kurz gesagt, wenn du ein Upgrade benutzt, dann ist es eben benutzt und du kannst es auf keinem anderen Schiff mehr einsetzen. Und was noch wichtig ist, du kannst nur ein Upgrade pro Schiff benutzen. Übrigens ist ab heute, Freitag, auf der RSI-Seite möglich. Also wählt weise. Wenn meine Steuerdüsen oder Triebwerke beschädigt werden, ist es dann möglich, dass mein Bordcomputer das Schiff trotzdem geradeaus fliegen lassen kann? Oder muss der Pilot die Ausfälle kompensieren und das Steuer selbst übernehmen? Natürlich versucht dein Bordcomputer das auszugleichen. Aber wenn zu viele Düsen defekt sind, geht das einfach nicht mehr. Es wäre dann ein guter Zeitpunkt, deinen Schleudersitz zu aktivieren. Und nun kommen wir zu dem groß angekündigten neuen Segment. Und es nennt sich 10 for the Chairman. Das bedeutet also, dass Chris Roberts höchstpersönlich, the man himself, 10 Fragen von Subscribern beantwortet. Ich würde gern wissen, welche Hardware man zum Spielen von Star Citizen in Full HD mit maximalen Details brauchen wird. Tja, den Rechner kannst du nicht bezahlen, sage ich mal so Pi mal Daumen. Nee, also, das ist momentan noch sehr schwer zu beantworten, da wir erst am Anfang des Entwicklungsprozesses sind und jedes Jahr neue Hardware auf den Markt kommt. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass du eine GeForce GTX 680 oder 780
und bei AMD eine 7970 oder besser brauchst. Wenn du natürlich in 4K Auflösung spielen willst, brauchst du schon die beste High-End-Grafikkarte, die du finden kannst. Jetzt, da ihr bei CRG die Entwicklungsinfrastruktur gebildet habt, spielt ihr da mit dem Gedanken, nach dem Release von Star Citizen andere Projekte zu beginnen, wie zum Beispiel größere Expansionsdisks für SC Squadron 42 oder vielleicht Projekte, die gar nichts mit Star Citizen zu tun haben? Nein, dazu haben wir keine Pläne. Sobald wir Star Citizen released haben, wollen wir kontinuierlich weitere Inhalte dazu liefern. Am besten in einen wöchentlichen Rhythmus, wenn wir das hinbekommen, um das Universum immer größer und besser zu machen. Es soll ein Projekt werden, das sich über viele Jahre hinwegzieht. Wird es Radarschatten im Spiel geben? Die Antwort ist ja. Es wird sie definitiv geben. Wir haben viele Arten von Radarsignaturen, wie zum Beispiel Wärmesignatur, magnetische Signatur und Reflektionssignaturen. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sie gering zu halten. Oder sich zum Beispiel hinter Asteroiden oder sonstigen Gegenständen zu verstecken. Habt ihr geplant, das Dogfighting so ähnlich wie ein arenamäßiges Shoot'em'up zu machen? Oder gibt es da mehr spezielle Szenarien dafür? In den ersten Releases des Dogfight-Moduls werden die Kämpfe sehr arenamäßig ablaufen. Entweder 1 gegen 1 oder Team Rot gegen Team Blau. Später werden vielleicht noch einige Szenarien einbauen. Die Idee hinter dem Dogfight-Modul ist ja, dass wir die Schiffe ausbalancieren, die Surfer-Infrastruktur testen und so weiter. Ihr dürft da kein fertiges Spiel erwarten. Es wird immer weiter verbessert. Aber momentan ist es nur zum Testen gedacht. Mich würde interessieren, welche Routas Chris mit Star Citizen bevorzugt. Pitch und Rollen mit dem Joystick oder Pitch und Gieren? Das ist wirklich eine gute Frage. In Wing Commander habe ich das Pitchen und Rollen bevorzugt. Aber bei SC werde ich wahrscheinlich Pitch und Rollen auf den Joystick haben und das Gieren auf die Ruderpedale legen. Kannst du uns die Sache mit dem PvP-Slider erklären? Viele Leute glauben, dass es das ganze Spiel beeinflusst und ich bin der Meinung, dass es nun am Rande während des Fluges mit dem Autopiloten Auswirkungen hat. Der Slider ist ein Input für das PvP-Matchmaking-System. Du kannst dir damit aussuchen, ob du mehr mit PvE-Gegnern zu tun haben willst oder mit PvP-Gegnern. Aber du kannst diese Einstellungen in einem Gebiet nicht ständig wechseln. Außerdem wird es auch gefährliche Gebiete geben, in denen deine Einstellungen egal sind. Wollt ihr Cockpits, Displays und so weiter neu designen, wenn die Oculus Rift Consumer Version auf den Markt kommt? Nein, das wird nicht notwendig sein. Wir arbeiten sehr eng mit den Leuten von Oculus zusammen und deshalb gehen wir davon aus, dass alles sehr gut funktionieren wird und so ein Schritt nicht notwendig wird. Wie wird das im Dogfight-Modul mit dem Aufmunitionieren funktionieren, wenn es kein Wirtschaftssystem und keinen Shop dafür gibt? Beim Dogfight-Modul wird es so funktionieren, dass du mit dem Holodable dein Schiff ausrüsten und mit Munition versorgen kannst. Dann betrittst du dein Schiff und kannst es benutzen. Es ist dann so ähnlich, wie wenn du ein Holodeck betreten würdest. Aber zum Munition holen musst du wieder in den Hangar zurück. Welches Modul plant ihr nach dem Dogfight-Modul zu releasen? Der Plan ist, dass wir das Planetside-Modul nach dem Dogfight-Modul online bringen werden. Das Modul hat den Fokus mehr auf die Planetenoberflächen gelegt. Du kannst dort Spacebars, Shops und so weiter besuchen und mit anderen Spielern interagieren. Ist es geplant, Squadron 42 und das persistente Universum gleichzeitig zu releasen oder kommt eines davon früher? Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass wir Squadron 42 zuerst releasen werden. Es wird wahrscheinlich so werden, dass wir euch immer eine Episode von Squadron 42 spielen lassen und dann wieder eine, bis ihr in das Beta-persistente Universum gehen könnt. Und am Schluss sagte Eric noch, dass es in der nächsten Woche das Update zum Hangar-Modul geben wird und sie momentan schon beim Testen sind. Wann ist noch nicht bekannt. Kommen wir nun zum klaren Informationssystem. Eine der ersten Lektionen, die wir während der Star Citizen-Kampagne gelernt haben, ist, dass die Spieler gerne ihre eigenen Gruppen bilden. Egal, ob ihr mit Freunden oder zusammen mit gleichgesinnten Fremden das Universum beeinflussen wollt, auf jeden Fall wollt ihr zusammenkommen. Wir wussten, als wir das Projekt Star Citizen gestartet haben, dass wir ein komplexes Gilden-Squadron-System brauchen würden. Aber wir hatten keine Ahnung davon, dass wir es schon vor dem Release von Star Citizen brauchen würden. Als die RSI-Foren im letzten Jahr online gingen, waren die Spieler bereits mit dem Aufbau ihrer eigenen Geschwader, Piratenclans, Handelsunternehmen und mehr beschäftigt. Deshalb haben wir beschlossen, den Aufbau von Clans und Organisationen jetzt schon vor dem Start von Star Citizen auf unserer Webseite zu unterstützen. Spieler, die Gruppen aufbauen wollen, können das sehr bald auf der RSI-Seite machen.
und diese Gruppen kann man direkt in Star Citizen übernehmen. Die Organisationen, die ihr jetzt bildet, werden mit euch direkt ins Verse fliegen. Das Webteam von Turboland arbeitet weiter hart daran, diese Pläne umzusetzen, und wir wollen euch heute Details dazu geben, wie dieser erste Release funktionieren wird. Einrichten. Wenn das Organisationssystem startet, wird der Gruppenführer dazu aufgefordert, einen Namen und eine einzigartige ID für die Gruppe einzugeben. Einmal registriert, könnt ihr auf der SI-Seite eine öffentliche Seite für eure Gruppe erstellen. Die Leader können dann ihren eigenen Logos, Banner und Hintergründe hochladen und ein Farbthema auswählen. Außerdem können sie Informationen zu ihrer Gruppe, die Geschichte, Manifeste und so weiter eingeben. Mit eurer eigenen Seite werdet ihr in der Lage sein, neue Member zu rekrutieren und eure Gruppe zu organisieren. In der ersten Version könnt ihr einen Organisationstyp auswählen, euch die Memberliste ansehen, neue Mitglieder einladen und Ränge und Rollen an eure Mitglieder verteilen. Die Organisationsleiter werden Aufgaben an ihre Mitglieder delegieren können. Organisationstypen. Am Anfang werdet ihr einen Typ für eure Organisation auswählen können. Dieser Typ definiert eure Gruppe und ihre Ziele. Wir haben 5 Haupttypen von Organisationen für euch erstellt. Die Corporation. Eine gewinnorientierte Wirtschaftseinheit. Ein Unternehmen ist eine gute Wahl für alle die, vom Versand von Flowbeds nach Ghost 2 bis hin zur feindlichen Übernahme von Origin Jumpworks agieren wollen. PMC, Private Military Company, für Organisationen mit der Vorliebe für den Kampf. Der Fokus von PMCs liegt bei Escort-Missionen für Transporter, die Jagd nach Piraten und der Unterstützung der UEE beim Kampf gegen die Vanduuls. Faith. Das ist für Organisationen gedacht, die sich unter einem Banner vereinigen wollen. Das können zum Beispiel Rebellen sein, die für die Unabhängigkeit von Terra kämpfen, oder die frommen Anhänger from the Lamp sein. Syndikate. Das ist eine Interessengruppe für diejenigen unter euch, die an der Grenze oder außerhalb der Gesetze agieren wollen. Sie gibt euch Sicherheit, wenn ihr Schmugglerware nach Spider bringt oder auf der Jagd nach glücklosen Handelsschiffen seid. Organisation. Ihr möchtet was Eigenes machen, das nicht in die vorherigen Spezifikationen passt? Dann seid ihr hier richtig. Lasst einfach den Haupttyp für eure Gruppe frei. Die Hauptgruppen sind Rollenspielelemente und es wirkt sich nicht auf die tatsächlichen Funktionen der Organisation aus. Es steht dir immer noch frei, deine Gruppe so zu organisieren, wie du willst. Egal, welche Organisationsform du gewählt hast. Das Einladen von Mitgliedern. Es gibt 2 Wege, um Mitglieder einzuladen. Entweder über die Gruppenseite selbst oder durch Mitglieder der Gruppe. Wenn ihr daran interessiert seid, einer Gruppe beizutreten, dann füllt einfach den Beitragsantrag aus und die Gruppenleitung entscheidet dann, ob sie euch aufnehmen wollen oder nicht. Wenn sie dich mögen, bist du drin. Die Organisationen können die öffentliche Rekrutierung aktivieren oder auch deaktivieren. Wenn ihr die Art von Gruppe seid, die ihre Mitglieder aktiv rekrutieren möchten, könnt ihr auch Leute direkt einladen. In diesem Fall würde der ausgewählte User eine Anfrage von euch bekommen, ob er bereit ist, bei euch einzutreten. Denkt bitte daran, dass Spieler euren Gruppen beitreten können und sie auch wieder verlassen können, wann immer sie wollen. Spielerränge und ihre Rollen. In euren Gruppen könnt ihr 2 Einteilungen für eure Mitglieder vornehmen. Ihren Rang und ihre Rolle. Die Rollen sind benutzerdefinierte Untergruppen, die die Jobs der Spieler in den Gruppen beschreibt. Das könnte zum Beispiel eine Gruppe für Geschütztumbediener sein. Die Organisationen haben 6 Ränge und die Leader der Gruppe können sie den Mitgliedern zuweisen. Die Ränge sind frei wählbar. Sie können im militärischen Bereich zum Beispiel so aussehen. Rang 0, Rekrut. Rang 1, Leutnant. Rang 2, Captain. Rang 3, Lieutenant Colonel. Rang 4, Colonel. Rang 5, General. Aber eure Gruppe kann die Ränge benennen, wie immer sie möchte. Wenn ihr wollt, Peacekeeper oder Techniker oder auch Spaceman, ganz wie ihr wollt. Der Name der Organisation. Wir wissen, dass viele von euch Citizens an den Namen für eure Organisationen festhalten wollt und diese in das neue System übernehmen möchtet. Aber genau wie eure Community Monikers werden auch eure Organisationsnamen nicht einzigartig sein. Es können zum Beispiel eine unlimitierte Anzahl von Spielern ihre Gruppe, zum Beispiel Red Squadron, nennen. Aber jede Organisation wird ihre einzigartige Spektrum-ID, SID, besitzen. Das ist eine 10-stellige alphanumerische Bezeichnung. Die SID wird in der URL der Organisation angezeigt und wird deutlich mit dem Namen der Gruppe angezeigt werden.
Konflikte, die dadurch entstehen, werden von Fall zu Fall vom Moderatorenteam behandelt. Es wird absolut keine Toleranz für Nachahmer oder Parodien zu anderen Organisationen geben. Das Archiv der Recruiting Traits im Organisations-Subforum auf der RSI-Seite wird dazu herangezogen, um zu klären, welche Organisationen bereits bestehen. CRG wird die öffentlich zugänglichen Teile der Gruppenseite moderieren. Die privaten Abschnitte dieser Diskussionsbereiche müssen die Organisationen selbst moderieren. Der erweiterte Live-Chat. Auf Wiedersehen, Chatroll. Als Teil des Launches der Organisationsseiten werden wir auf der RSI-Seite einen neuen XMPP-kompatiblen Live-Chat einführen. Dadurch wird die Begrenzung der Teilnehmerzahl von 500 Usern aufgehoben und es ermöglicht auch, von außerhalb der RSI-Seite auf den Chat zuzugreifen. Natürlich nur mit XMPP-kompatiblen Clients. Wie das Organisationssystem selbst wird dieser Chat dann zum Kommunikationssystem in Star Citizen und auch für die zukünftige mobile App zugänglich sein. Die Citizens werden nicht mehr länger an einen einzigen Chatroom gebunden sein. Jede Organisation wird ihren selbstverwalteten eigenen Chat-Channel haben. Wenn du ein Mitglied einer Organisation bist, wirst du nach dem Einloggen automatisch mit dem Chatroom dieser Gruppe verbunden. Außerdem wird es noch verschiedene Chat-Channels für Subscriber und Concierge-Member geben. Änderungen im Forum. Entschuldigt den Staub, den wir aufwirbeln. Aber bei der Vorbereitung des Launches der Organisationssysteme sind euch bestimmt einige Änderungen im RSI-Forum aufgefallen. User, die Star Citizen-Bäcker sind oder ein Star Citizen-Paket verschenkt haben, sind nun ein Teil der Ready-Gruppe. Die User, die keine Bäcker sind, werden im Forum nun grau angezeigt und können nicht mehr in die tieferen Bereiche des Forums, wie zum Beispiel im Off-Topic-Forum, posten. Upgrade-System. In einem System, das unter der Motorhaube mit dem Organisationssystem verbunden ist, freuen wir uns, euch heute mitzuteilen, dass ihr ab heute eure Upgrades zu eurem existierenden Schiffen und Paketen hinzufügen könnt. Wenn du zum Beispiel ein Colonel-Paket hast und du auf deine Super Hornet wartest, ist heute dein Glückstag, wenn du das Paket upgradest. Wenn du dieses Upgrade durchgeführt hast, ändert sich der Gesamtwert des Paketes und du kannst das verbesserte Schiff in deinem Hangar sehen. Beachtet bitte, dass, wenn ihr ein Upgrade benutzt habt, ist es weg und du hast einen neuen Schiffstyp in deinem Inventar. Die folgenden Upgrades können nun mit den Schiffen und Paketen, die ihr habt, verwendet werden. Super Hornet, Hornet Tracker, Hornet Ghost, Origin 350R, Origin 325A, Origin 315P, Aurora LN, Aurora LX. Beachtet bitte, dass die F7A Hornet Skin als ein Gebrauchsgegenstand, zum Beispiel wie eine Waffe, für das fertige Spiel angezeigt wird und nicht in diesem System verwendet werden kann. Was kommt als nächstes? Die öffentlichen Tests der Organisationsseiten beginnen gegen Ende dieses Monats und wir planen sie im Januar online zu stellen. Das ist aber nur der erste Schritt. Weitere Releases während des ganzen nächsten Jahres werden die Funktionalität und die Anpassungsfähigkeit dieses Systems weiter erhöhen. Hier bringen wir euch noch eine kleine Zusammenfassung der Features für die zukünftigen Releases. Organisationsforum. Jede Gruppe wird sein eigenes privates Forum auf der RSI-Seite haben. Org-Blog. Mit einer Sourcebox habt ihr die Möglichkeit, Aktualisierungen und Neuigkeiten zu posten. Haltet eure Organisation mit einem eigenen Comlink auf dem neuesten Stand. Visualchart. Eine interaktive Anzeige zeigt alle Abteilungen eurer Organisation, wie zum Beispiel Arbeitsplätze und Mitglieder an. Fleet View. Seht euch die Schiffe eurer Flotte an. Der Kalender. Tragt hier Staffeltagungen, Großveranstaltungen und vieles mehr ein. Voting. Hier könnt ihr abstimmen, trefft die Entscheidungen für eure Organisation mit der ganzen Gruppe. Und vieles, vieles mehr. Wir freuen uns sehr darauf, das Organisationssystem zu starten, weil es genau das macht, worauf wir in Star Citizen hinarbeiten. Eine bessere Immersion für die Spieler im Star Citizen Universum. Und es wird natürlich noch besser, wenn wir den Citizens die Werkzeuge dafür in die Hand geben, um ihr eigenes Universum zu erschaffen und sie nicht in ein festes System zwängen. Also in diesem Sinne, wir freuen uns auf euren Besuch und auf eure Organisation. Das war's schon wieder mit unserer Sendung. Von uns für euch gemacht. Euer Interesse ist mal wieder unsere Motivation gewesen. Und nun noch etwas in eigener Sache.
Wenn ihr ein Projekt zum Thema Star Citizen habt, stellt es bei uns vor. Habt ihr Lust, bei uns mitzumachen? Habt ihr Ideen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Kritik? Immer her damit. Wir wollen unser Angebot ständig erweitern, also macht einfach mit. Unter der E-Mail-Adresse scnr@web.de könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen. Bis zum nächsten Mal, Sternenbürger. See you in the verse. Hier war wieder euer Star Citizen News Radio. Bis bald.